Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Trick mit mir, Dennis und Fabian. Hallo Fabian. Hallo Dennis. Hallo Ich glaube, Fabian. wir bräuchten auch so ein großes Glas Wein. Oh, ich hätte auch gern so ein großes Glas Wein, was immer voll ist, also immer wenigstens halb voll ist. So, wir hören mal zu, was die Dame sagt. Wir wollen uns ja ihr Telefon leihen, wenn ihr euch erinnern wollt an die letzte Folge. Da haben wir es hier in die Nachbarwohnung geschafft. Rakete hat uns dabei tatkräftig und lautstark unterstützt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir diese Frau hier beeindrucken können. Oh, Premierminister, nicht doch, ich bin eine verheiratete Frau. Und ich ein verheirateter Mann. Aber wir können es nicht länger leugnen. Ich würde alles für Sie abdizieren. Abdizieren? Was soll das heißen? Selbst wenn es meine vollständige Ruinierung bedeuten sollte. Oh, sie kann nicht richtig schreiben. Sie ist eine Idiotin. Verstehe. Ruinierung? Ist das überhaupt ein Wort? Nein. Und abdizieren? Nein. Ah. Tja, Pech gehabt. So, was sagt denn Sissel selbst, was er jetzt glaubt? Was soll er machen? Aber abdizieren ist ein Wort. Und was heißt abdizieren? Sowas wie abdanken, aus dem Amt treten. Alles klar, habe ich noch nie gehört. Woher weißt du sowas? Weil ich auch alt bin, Dennis. Ah, okay. Mal sehen, ich habe es doch hier irgendwo hingelegt. Wo kann es verschwunden sein? Sie sucht bestimmt ihr Wörterbuch. Buch. So, jetzt gucken wir erstmal, was es hier alles gibt. Es gibt eine Mühle, da unten ist das Wörterbuch. Da oben gibt es eine Ratte, Da die wir oben gibt es eine rauslassen Ratte. können. Ja, lassen wir erstmal die Ratte raus. Das ist immer eine gute Idee bei so komischen Frauen. So, jetzt können wir die Okay. Ratte nämlich mit dem Lümmel. Der Lümmel trinkt das Wasser. Können wir ihn anstupsen? Bomb. Und dann können wir die Ratte noch weiter anstupsen mit. Ah, verdammt. Ich komme nicht zur Mühle. Komm schon. Jetzt. Ah. Können wir die Mühle drehen? Bonk. So. Und jetzt ist die Frage, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir das Wörterbuch untersuchen. Die Ratte ist weg. Okay. Das ist zu schwer. Du hast schon eine Abrissbirne manipuliert. Na gut, okay, nicht die Abrissbirne selbst, aber whatever. Was sagt sie jetzt? Oh, nein, ich darf nicht. Ich darf nicht wagen, an die Liebe zu glauben, Herr Premierminister. Aber warum glauben Sie mir nicht? Meine Liebe für Sie ist echt, das schwöre ich. Und sie ist so stark, dass sie mich ganz überwältigt. Also, eins habe ich mich schon immer gefragt. Wenn man überwältigt sein kann, kann man dann auch einfach wältigt sein? Nein, aber man kann unterwältigt sein. So, jetzt guckt sie nämlich wieder danach. Ah, So, die Ratte ist wieder oben. die Ratte ist wieder oben. Jetzt müssen wir. Es ist die Frage, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt wir das machen müssen. Aber wir gehen erstmal hier hoch. Ich kann sie ja erstmal auf die Dings setzen. Ich denke mal, das ist Genau, auf okay. die richtige Höhe, genau So, und oben hin. jetzt warten wir, bis sie da sucht. Ah. Okay. Jetzt versteckt sich die Ratte. Okay, das hat nichts gebracht. Das war es also nicht. Okay. Na gut, dann. Warten wir wieder hier oben. Tipp, tipp, tipp. So, was hat sie diesmal? Nein, Herr Premierminister, wir dürfen das nicht, wenn die Leute es herausfinden. Also langsam habe ich verstanden, worum es in dem Buch gehen dürfte. Ist ganz egal, was sie Um denkt. House of Cards. Ja, ich denke, es geht hauptsächlich um Politik. Wovon redet dieser Premierminister? Das musst du doch wissen, du hast es doch geschrieben. Das Wort Plebejer habe ich noch nie gehört. Was ist das für eine komische Autorin? So, soll ich die Ratte jetzt. Nee, Also, ich würde jetzt noch noch nicht, ne? warten. Jetzt warten wir Genau. erstmal. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Wahrscheinlich gleich weiter runter, ne? Ne. Hä? Sie muss wahrscheinlich dahin gucken, wir müssen die Ratte, bevor sie losläuft. Ah, dass sie dann Dass unten sie da aufs unten Buch guckt. hinguckt, ja. So, jetzt ist sie wieder am Anfang. Also wir hätten es jetzt schon geschafft Ja. haben sollen. Mist. Oder sie schreibt einfach denselben Satz nochmal. Schreibt denselben Satz nochmal! Denselben Satz nochmal? Gerne. Okay. So, jetzt schnell die Ratte weiter runter. Aha! Da ist es ja. Perfekt, first try. So. First try, genau. With my eyes closed. Hands on my back. Okay. Jetzt sind wir im Buch. Komisch. Ich weiß, dass ich das Wörterbuch in das Regal gestellt habe. Es scheint fast, als würde ein frecher kleiner Engel mir Streiche spielen. Es ist kein Engel. Es ist ein. Oh. Oh. Da war ein Mädchen oder so drin. Ein blondes Mädchen. Vielleicht. Oder sowas.
Wir werden das herausfinden. Aber jetzt sind wir erstmal in der Mitte des Raums. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ah, ihre Tochter. Okay, alles klar. So. Wir kommen aber jetzt auch nicht mit ihr mit rüber. Wir kommen hier auch vom Tisch nicht wirklich weg. Dann machen wir mal das Licht aus. Lampe ausmachen. Das hat jetzt nichts gebracht. Per se. Das Buch können wir nur untersuchen. Das bringt uns auch nichts. Hast du schon gemacht? Erstmal gucken wir, was sie sagt. Oh, was ist mein kleiner Engel? Oh, mein Kopf tut weh. Ich hoffe doch. Mein armer Schatz, kein Wunder bei 40 Grad Fieber. Oh, das klingt nicht gut. auf eine fieblige Nacht, die noch heißer als die Liebe des Premierministers. Sie stößt auf ihre kranke Tochter an, letztendlich. Ja, und vergleicht ihr hohes Fieber, was lebensgefährlich ist, mit sexuellen Fantasien. Es ist Roman, den auf eine seltsame Art anregend. Schlimm, Parenting 101. Ja, Parenting done wrong. Okay, ich verstehe gerade nicht, warum sie abends, an Heiligabend, zum Unterrichten muss. Naja, gut. Das Kind, meine ich. Das wäre wahrscheinlich am besten. Aber warte mal, du bist doch sicher froh, dass du eine Ausrede hast, um nicht hingehen zu müssen, oder? Eigentlich nicht. Wenn ich nicht hingehen will, tue ich einfach so, als ob ich da gewesen wäre. Dann spiele ich mit Camilla von dem Mann oder so. Pling! Gute Erziehung, würde ich sagen. Okay, Papa ist der Weihnachtsmann, oder was? Papa ist Jesus. Papa ist Jesus. Ach ja? Feiern wir nicht zusammen? Lass uns nicht über deinen Vater reden. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wer von den 20 es war. Ja, genau. Ich bin mir da nicht sicher, welcher von den Stechern am Stichtag das war. Ich muss dir was sagen. Haltet mich aus allem raus, ja? Okay. Wovon sprichst du? Ich weiß schon, was los ist. Du schreibst Romane und Papa will, dass du damit aufhörst. Aber es war ganz schön selbstsüchtig von dir, das Haus zu verlassen, um mich mitzunehmen. Ich will nach Hause. Wow, was geht denn hier ab? Jetzt müssen kleine Mädchen aber ins Bett, vor allem kranke Mädchen. Halt die Fresse. Aber ich bin doch schon im Bett. Ich hasse dich, Mama. Pling! Das ist super. Ja, die hat die obere Hälfte schon allein leer gemacht. Auf jeden Fall. So. Jetzt können wir... Die Lampe ist jetzt aus. Vielleicht macht sie ja irgendwas damit. Ja, die Lampe ist aus. Jetzt macht sie wieder an. Okay. Interagieren? Interesting. So. Ich konnte da jetzt mit nichts, glaube ich, interagieren. Wir können es ja nochmal machen. Also erstmal lese ich das Wörterbuch, das wollten wir noch machen. Ja. So, sie hat das Wörterbuch hierher gelegt, um etwas nachzuschlagen. Nichtsdestoweniger liegt es herum. Oder sie hat vergessen, dass sie überhaupt etwas nachschlagen wollte. Sie ist vielleicht etwas schusseliger. Ist nichtsdestoweniger ein richtiges Wort? Ja, du kannst das doch jetzt nachschlagen. Meine Geliebte, nie hätte ich geahnt, dass sie eine Spionin sind. Das ist ja ein Twist. Ein Plot-Twist. Holy shit. Was haben Sie mit mir vorher, Premierminister? Nehmen Sie fest und sorge dafür, dass Sie angemessen bestraft werden. Okay, und jetzt überlegen wir uns, dass das auch ein Kinderspiel ist. Ja, das überlegen wir uns und vergessen es dann auch ganz schnell wieder. Ganz schnell in BDSM abgerutscht. Okay? Lebenslange Haft in meiner Liebeszelle und Schläge mit meiner Peitsche der Leidenschaft. Oh, Herr Premierminister! Das können wir ja nicht mal zweideutiger formulieren, selbst wenn wir wollen. Wir würden das versuchen normalerweise, aber... Richtig. Also, warum soll ich mir die Mühe machen, wenn das Spiel ist alles ausdekliniert hier? Ach, im Land des Premierministers würde ich aber nicht gerne leben. Oder vielleicht doch. So, okay, wir machen die Lampe nochmal aus, weil es ist das Einzige, was wir noch machen können. Und dann schauen wir mal, was genau passiert, wenn es passiert. Aha, ein Papierknäuel. Ah, das wird jetzt in den Mülleimer geworfen. Na, aber hallo. Ja, da sind wir doch direkt im Telefon. Wow, Dennis, das war nice. Ja, super Timing. Klingelingelingeling. Guten Tag. Oh, ist das der Papa? Bestimmt der Papa. Hallo, bist du das? Der Premierminister? Der Premierminister, ja. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Heute ist die heiligste aller Nächte, mein Stichtag. Bitte, flehe ich an, komm wieder nach Hause. Ja, es ist der Papa. Versetz dich doch mal in meine Lage, schreib deinen Roman doch zu Hause. Okay, aber was ist denn jetzt sein Problem damit, dass sie schreibt? Will er einfach nicht herhalten als Sexualobjekt in ihrem Buch, oder? Sogar wenn es für immer ist. Nein! Lass mich mit meiner Tochter reden.
Sie hat Fieber. Ich lasse nicht zu, dass du ihr Albträume machst, okay? Genau. Ich will mit Papa reden. Ich ertrage deine Stimme nicht länger. Bitte warte doch. Ruf bloß nicht mehr an. Ich werde nicht rangehen. Ich weigere mich ranzugehen. Warum guckt sie immer so komisch? So als wäre sie erschrocken, weißt du? Von ihrer eigenen Courage oder so. Ja, oder sie ist einfach hart betrunken. Na gut, das ist nicht unwahrscheinlich. Dafür kann sie aber noch relativ klare Sätze formulieren. Sie sagt sowas wie Plebeier. Ja. Sagst du das nicht? Nein. Die rote Wohnung der Lady ist das hier. Pling! Hat aber auch nur eine Animation, die Frau. Mhm. So, was denkt er sich? Endlich habe ich die Telefonleitung, die ich brauche. Der Mann dieser Frau hat mich neugierig gemacht. Okay, der Mörder der Linnjagd ist sicher gerade auf dem Weg zum Schrottplatz. Ich sollte mich beeilen. Also wir können jetzt Wir können jetzt in andere Bereiche gehen, selbst wenn das nicht unbedingt weiterführt. Ja, wir können jetzt das Gentleman gehen, nehme ich mal an. Besiegten. Alles Möglichkeiten. Oder wir gehen zum Schrottplatz zurück. Oder natürlich in eine der anderen Locations. Aber da wissen wir jetzt nicht, was wir da sollen. Deswegen Schrottplatz und gucken nach Lynn. Oder? Ja. Ja. Was sagst du? Gut, machen wir. Piu, 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 piu. Schrottplatz. Zu den anderen kommen wir bestimmt noch sehr schnell zurück. Ich denke auch. Das werden die ja nicht umsonst hier eingebaut haben. Es ist nicht viel Zeit verlangt, seit ich zuletzt hier war, aber die Situation hat sich verändert. Ein bisschen, ja. Phoenix Wright. Offenbar untersuchen sie, aber er hat doch eine ganz andere Frisur, Fabian. Erkennst du denn Phoenix Wright nicht? Ich frage mich, wer diese Leute sind. Ja, das wüsste ich auch gerne. Das Way. Und die wundern sich gar nicht, ne? Oh, der Arzt, der hat aber auch blaue Haut. Oh ja, stimmt. Ich dachte eben zuerst, das sind die Handschuhe irgendwie vom Gummihandschuhe oder so, aber sind es gar nicht. Oh. Willkommen zurück. Du warst aber nicht lange weg. Was geht denn hier vor sich? Die Polizei ist hier, um die Spuren zu untersuchen. Du weißt schon von deiner Ermordung. Aber wie haben sie mich denn eigentlich gefunden? Auf dem Schrottplatz bei Nacht? Also, ist jetzt nicht so... Ach so, hat vielleicht Lynn die Polizei gerufen? Das wäre jetzt möglich. Also, ich wüsste sonst nicht, wie das geht. Also, kennst du schon ihren Namen? Ich bin beeindruckt. Ja, die ist ja irgendwie weg. Die ist ja mit diesem komischen Typen mit der Taube auf dem Kopf. Weg. Und die gehen jetzt in ein Hähnchenrestaurant mit der Taube? Ja, das ist gefährlich. Die arme Taube, ja, die sieht da ja schreckliche Szenen. Das ist ja so, wie wenn wir irgendwie mitten auf das Set von Hostel kommen oder so als Menschen. Das ist für die Taube wahrscheinlich eh nicht traumatisierend. So, musst du jetzt keine Sorgen darüber machen, sie wurde vor ein paar Minuten in Gewahrsam genommen. Keine Ahnung, ich bin nur eine Schreibtischlampe. Danke, Ray. Das ist eine Entschuldigung, die immer zählt. Ja, also ich meine, die können wir beide nicht benutzen, aber wobei? Nein, wahrscheinlich nicht. Wobei? Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es mal. Also wenn ich das nächste Mal irgendwie Mist gebaut habe und mich jemand blöd anmacht, dann sage ich nur, was weiß denn ich? Ich bin nur eine Schreibtischlampe. Hast du nicht gestern gesagt, du bist der Dennis, der immer einen Schritt voraus ist? Das war in der Folge, die so hieß, dass wir immer einen Schritt voraus sind. Aber die ist ja vorbei. Also jetzt bin ich wieder drei Schritte hinterher. Und eine Schreibtischlampe. Ah, I see. Ein krasser Fall. Eine gute. Einer von uns, ein Mörder, da werden Köpfe rollen. Ach, wie? Sind das Lynns Kollegen? Oh, Lynns Kollegen, ja, es könnte so sein. Oder unsere Kollegen. Ja, aber es macht ja mehr Sinn, dass es Lynns Kollegen sind. Ja, stimmt, Lynn hat ja eine Marke an der Brust gehabt. Ja. Okay, sie ist auch noch ein Frischling, genau. Also es geht um Lynn. Sie ist also die Tochter eines Schweins. Ein Frischling, ja, genau das ist es. Nicht einmal Frischlinge wie Lynn kommen noch, ja, aber ich habe gehört, sie sei sehr speziell. Okay, warum ist sie so speziell? Sie hat einen besonderen Draht zum Inspektor Cabanella von der Sonderkommission. Uiuiui, ist das hier etwa Vetternwirtschaft oder sowas? Meine Güte. Ich würde ja lieber aus eigener Kraft Karriere machen. Du würdest einfach nur gerne auch Karriere machen und bist einfach neidisch. Eifersüchtig. Nein, 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 Dennis. Doch, so ist das. Wie ich. Ja. Alle sagen das gleiche. So, dann gucken wir doch jetzt mal. Wupp, 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 wupp. Die Frage ist, was ist das hier nochmal? Ist das Verkehrsschild? Okay. Aber kannst du jetzt in dir selbst noch irgendwas machen? Nicht so richtig, ne? Ich
kann hören, was er sagt. Ich glaube, wir können wohl als Todesursache einen Überschuss an Kugeln in seiner Brust annehmen. Okay, er ist ein guter Arzt. Ja, ich würde auch sagen. Bringt die Bahre, ich sehe mir den Rest im Labor an. Also jetzt wird die Leiche davon geschafft. Von dem blauer heutigen Typen. Würden Sie noch ein bisschen hier warten, Inspektor Cabanella, der Leiter der Sonderkommission, ist auf dem Weg. Okay. Sonderkommission, was haben die mit so einem Fall zu schaffen? Keine Ahnung, aber Cabanella ist unser bester Mann. Wir sollten ihn lieber. Ist auch mein Chef? Ja, er ist der beste Mann und der Chef, das kommt selten vor. In derselben Person. was hat das mit mir zu tun? Tja. Ich weiß auch nicht, warum. Ist ein Stethoskop, wenn er tot ist? Er untersucht halt nochmal ganz sicher, ob er wirklich tot ist. Also die 6 Kugeln in der Brust, die sind nicht ausschlaggebend gewesen, offensichtlich. Verstehe. Sondern die fehlende Atmung, die hat darauf hingewiesen, dass er verstorben ist. So, wie ich. Wo ist denn jetzt Cabanella? Der sieht ja hot aus. Wir sind definitiv in einem Japano-Spiel. Es könnte vielleicht ein japanisches Spiel sein, ja. that guy. I already hate him. Die Spannung eines Tatorts. Okay, also er ist ein bisschen affektiert, vielleicht. Elvis oder Michael Jackson? Ja, also weißer Anzug. Elvis, hätte ich jetzt gesagt. Aber gut. Vielleicht, das macht ihn ja noch nicht zu einem schlechten Ermittler. Also. Nein. Vielleicht ist er deswegen besonders gut. Vielleicht rockt er richtig jede Ermittler. Die besten Ermittler sind ein bisschen esoterisch. Das ist korrekt. Und er ist immerhin unser bester Mann. Exakt. Amt, Jungs! Wie schaut es aus? Das kann man ja überhaupt nicht vorlesen. Inspektor Cabanella, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gestatten Sie mir zu berichten. Ich habe gerade das Gefühl, der mit dem blauen Anzug kriegt ihm jetzt so hart in den Hintern gleich. Oh ja. Fein. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Also, das lese ich nicht weiter vor. Das ist mir zu dumm. So. Jetzt klaut er den Telefonhörer? Ja, dann steckt er sich jetzt ein. Das ist der Leiter der Sonderkommission. Er scheint außergewöhnlich zu sein. Hä? Trickzeit! Wir können mithören. Wupp, wupp, wupp. Oh Gott, wer ist das denn? Ist Peter Pan mit dem Afro? Oder sowas? Ist das eine Frau oder ein Mann? Baby. Es ist ein Baby. Also wahrscheinlich eine Frau? Mann? Ich bin hier immer noch. Wie heißt der grüne Typ aus Zelda? Twinkles? Peter Pan? Genau, der. Der spielt auch bei Zelda mit. So, Sie wollen wissen, wie es läuft. Ich würde sagen, es läuft. Achso, du meintest nicht Link, du meintest wirklich. Den kleinen, ja, den komischen, nervigen Typen. Der sieht hier genauso aus. Ich habe erst gedacht, du wolltest sarkastisch so. Nein. Ich weiß, wie Zelda heißt. Ja, okay. stell dir vor, Zelda wäre ein Mädchen. Also, ich würde sagen, es läuft ganz okay. Nicht der Mann, mit dem ich sprechen wollte, Baby. Tu mir einen Gefallen und bring den anderen netten Mann ans Rohr, okay? Braver Junge. Ein Junge. Wenn es was mit dem Park zu tun hat, dann reden Sie mit mir. Ich bin der Hüter dieses Parks. Okay, also es ist einfach nur eine nervige Figur, die im Park wohnt. Oder so. Tut mir leid, Inspektor. Bin gerade jetzt angekommen. Freut mich zu hören. Der andere Typ hat mich ganz schön aus dem Konzept gebracht. Schwafel, was für ein Hüter des Parks oder so. Ja, der... tut mir leid. So, fang einfach mit der Überwachung an. Okay, was überwachen die denn? Den Park. Aber warum? Den Park. Was ist im Park? Warum müssen wir den überwachen? Bäume. Die Bäume, die planen was. Ich weiß es ganz genau. Ich glaube langsam, die wachsen mir über den Kopf. Oh. Also Inspektor, wenn ich jetzt meinen Bericht... Doc, Doc. Ja. Sprechen Sie mit mir? Nee, mit dem anderen Doktor. So, größte Sorgfalt bei diesem Fall. Können Sie das für mich tun? Na, sonst schlampe ich immer, ja. Stimmt. Aber jetzt muss ich sagen, okay. Gut, dass mach du ich mal meinen Job richtig. Genau. Was soll's? Ich will jetzt die Altverdächtigste sehen. Allerverdächtigste. Ich habe. Ja, okay. Wenn ich denn dürfte. Gut. Lynn, Inspektor, ich habe Sie gebeten, sich freiwillig in Gewahrsam nehmen zu lassen. Sie wird derzeit im Büro des Schrottplatzvorstehers festgehalten. Ah, das war der Schrottplatzvorsteher. Vermutlich. Der Mann mit dem Taube auf dem Kopf. So sehen die immer aus.
Das ist quasi die Arbeitsuniform. Okay, das ist ein ganz schön weiter Weg. Okay, da wo er das Fahrrad abgestellt hat. Dann werde ich mal die Verdächtige befragen gehen. Oh yeah, einfach unvergleichlich, Baby. Dieser Typ, Alter. Das ist so ein Spacko. Unglaublich. Unfucking glaublich. Viel Erfolg, Inspektor. Wir hätten ja wenigstens in seinen Schal schlüpfen können. Es wäre sehr angenehm gewesen, aber so einfach willst uns das Spiel wohl nicht machen. Meinst du Gameplay und so? Ja, ja. Da wollten sie wohl noch ein bisschen Gameplay zaubern. Wir hören mal zu, was er sagt. Puh, Inspektor Cabanella ist schon eine Nummer für sich. Das kannst du laut sagen. Ich habe auch niemanden so die Treppen steigen sehen. Man sagt, dass er auch die Karriereleiter so hochtänzelt. Ja. Und Lynn soll sein absoluter Liebling sein. Was geht zwischen den beiden vor? Hey, woher soll ich das wissen? Das wissen wir auch nicht, aber wir finden es nächste Folge raus, wenn die beiden aufeinandertreffen. Lynn, die Hauptverdächtige, und Cabanella, der Inspektor mit der mit dem seltsamen Gehabe. Fabian, mit hast du noch vergleichlichen Art. Hast du noch etwas zu deiner Verteidigung zu sagen oder wollen wir diese Folge beenden? Einspruch. Okay, alles klar. Objection, wir sehen uns nächstes Mal wieder, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.